Oh, Leute, ich kann es kaum fassen, dass ich das selber erzähle, aber nach 24 Jahren bekommen wir jetzt endlich einen neuen baubaren Druidiker. Diesmal allerdings im Gegensatz zum Vorgänger nicht aus der Technikreihe, sondern als richtigen Buildable Character. Und zusätzlich zu all dem ist dieser Druidiker aus der 25 Jahre Lego Star Wars Reihe. Leider bekommen wir hier in diesem Druidiker Set keine exklusive Minifigur, dafür aber einen kleinen hässlichen Buildable Mini Druidiker. Den werden wir auf jeden Fall vergleichen mit älteren Modellen. Natürlich birgt die Box hier auch noch verschiedene Bilder des Druidikers aus dem Film. Hier unten nochmal die Maße des gesamten Sets in Zentimeterangaben und wie man schon unschwer erkennen kann, man kann den Druidika zusammenklappen. Das wird auf jeden Fall richtig cool, demonstriere ich euch auf jeden Fall. Das hier ist eine der Boxen aus der 25-Jahre-Reihe, welche ich wirklich sehr, sehr mag. Unter anderem auch wegen diesem Sidebox-Art, wo auch nochmal 25 Jahre Episode 1 mit zelebriert wird und der Druidika von hinten dargestellt wird. Sehr, sehr cool. Man kann hier richtig schön das Schild sehen. Und ich hau jetzt mal so einen Take raus. Lego bringt ja aktuell richtig viele Buildable Characters /Druiden raus. Nicht nur R2-D2 und jetzt auch der Druidika. Nein, wir bekommen ja auch noch den C3PO, welcher von der Größe her übrigens zum R2-D2 passen wird. Wie cool wäre es denn, wenn Lego uns noch zusätzliche weitere Buildable Characters, speziell Druiden, geben würde? Ich denke hier vor allem an die Taktik-Druiden und mein persönlicher Favorit wäre ein Super Tactical Droid. Diese Figuren könnte man dann ebenfalls in so einem Maßstab hier bauen, von mir aus auch in dem Maßstab von C3PO. Und in diese Sets, ich weiß, Lego liebt es ja, uns mit exklusiven Figuren ködern. Unter anderem mit zum Beispiel einer Neuauflage des Tactical Droids oder endlich mal einer ersten Version eines Super Tactical Droids. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Das wäre auf jeden Fall super. Lego, wenn ihr da schaut, setzt es einfach um und wir kaufen es. Ihr lockt uns ja eh so gerne mit Minifiguren. Also komm schon, come on Lego, come on. So, Freunde der gepflegten Lego-Modelle, wir kommen jetzt zum Unboxing. Dazu Cuttermesser ganz wichtig. Übrigens, ich sage das jetzt schon mal im Vorhinein. Wenn ihr euch das Set kaufen wollt, kauft es euch am besten aktuell bei Smith Toys. Dort gibt es dieses Set nämlich für sage und schreibe 40 Euro. Bei Saturn gab es den mal für 1 Euro günstiger, aber die haben die Preise jetzt für den Druidika leider wieder angehoben. Und für 40 Euro kann man bei diesem Set echt nichts falsch machen. Lego-Preise sind ja, wie wir wissen, alle übertrieben. Und der Druidika ist übrigens jetzt in dem Jahr der zweite Buildable Character neben R2-D2, den ich mir auch tatsächlich kaufe. Ich war vorher nie so wirklich Fan davon, aber jetzt, okay, ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Und der Druidika trägt auch maßgeblich dazu bei. So, schütten wir das Ganze mal aus und oh mein Gott, es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich Papiertüten bekomme. Also das ist ja mal echt, eine richtige Neuheit für mich. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die jetzt mal selber in der Hand halten kann. Die fühlen sich auf jeden Fall, ja, sehr papiermäßig an. Das sollte doch, ja, okay. Ja, gut, ansonsten haben wir in der Box selber noch 5 weitere Papiertüten und da hinten eine Anleitung. Richtig schön finde ich hier gerade mal, dass wir den Druidika schön vorne nochmal drauf gedruckt haben. Trotzdem hätte ich mir das Boxart hier nochmal drauf geprintet gewünscht. Lego spart aber aktuell an Druckertinte, das wissen wir ja. Hinten nochmal Star Wars, dann lasst mich raten, die Teilauflistung exakt. Ach, und die eingedruckte Win-Seite, die ist nicht auf der Rückseite, sondern bei diesen Buildable Characters immer auf der letzten Seite. Vorne haben wir nochmal beidseitig Werbung für die wunderschöne Builder-App, welche ich mir nicht holen werde, weil ich das Gefühl von Anleitungen mehr mag. Dann noch ein paar Worte zu dem Set. A Destroyer Droid with Colossal Power. So sieht's aus. Also ich mag die Zerstörer-Druiden echt im Film. Und hier sehen wir nochmal ein paar Ausschnitte daraus, wie zwei dieser Zerstörer-Droiden, Qui-Gon Jinn und Obi-Wan, ja, zur Flucht zwingen. Und hier geht es sogar noch weiter mit den Filmszenen. Popular with the Dark Side. Naja, eigentlich Popular with the Separatist Army, aber nun gut. Und hier steht's nochmal, Lego hat's erkannt, Designed for Display. Und da müssen noch stehen, For Adults, Not Kids. Und darunter klein geschrieben, Because they have more money. Auf der nächsten Seite finden wir, oh, cool, beidseitig Werbung für 25 Jahre auf Lego.com mit dem Force of Creativity Book. Auf jeden Fall Werbung dafür. Für neu ab Juli. Und dann starten wir direkt mit Tüte Nummer 1. Leider keine Aufzählung, in welchen Bauabschnitten was ist. Ja, wir kennen es leider mittlerweile von Lego so. Bevor ich euch das Set jetzt aufgebaut zeige, möchte ich nochmal kurz einen Satz zu den Papiertüten loswerden. Ich weiß, viele von euch mögen Papiertüten nicht. Ich selber kann mit mir aber vereinbaren, Lego, wenn es der Umwelt hilft, macht gerne Papiertüten, weil es ist mir, um ehrlich zu sein, ziemlich egal, ob jetzt Papier oder Plastik. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, er mag Plastik mehr, weil wir kannten ja von Lego auch nichts anderes als diese Plastiktüten und wir sind alle mit Plastiktüten in unserer Kindheit ja groß geworden und immer, wenn man das Set ausgeschüttet hat, hat man gleich durch die Plastiktüten die ganzen Steine gesehen und sich gefreut und man wollte losbauen und dieses Gefühl hat man halt mit diesen Papiertüten jetzt nicht mehr. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ja, wie bereits gesagt, ich bin also mit beiden Tütenmodellen sehr zufrieden und sehr gespannt, auch in welche Richtung es sich tatsächlich entwickeln wird, ob sich jetzt die Papiertüten nun halten werden oder eben nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, ich habe mit 6 Bautüten jetzt meinen Spaß und wir sehen uns gleich wieder.
Tada, und dann bin ich auch schon fertig mit Bauen und oh boy, habe ich zu diesem Set einiges zu sagen. Widmen wir uns mal erst der kleinen Beilage. Wir bekommen nämlich zusätzlich zu dem Droidica diesen 25 Jahre Brick, den könnt ihr auch abnehmen, wenn ihr wollt. Dann noch diese richtig coole bedruckte Plakette, welche übrigens lose in der Box rumlag. Und natürlich den Droidica als Mini-Modell nochmal. Und ich habe keine Ahnung, was sich Lego dabei gedacht hat. Ich finde bei diesem Ding die Arme viel zu groß, der Kopf ist irgendwie so zusammengepresst und die Beine... Die sehen auch nicht gut aus. Links habe ich jetzt mal das Modell aus 2013 hingestellt und rechts das Modell aus 2011 eines Druidikas. Zugegebenermaßen, das sind jetzt auch nicht die besten Druidikas. Mein persönlicher Favorit ist ja der allererste Druidika, den Lego jemals rausgebracht hat. Und solch ein Druidika hätte sich hier als Minimodell richtig gut angeboten. Aber nur mal, dass ihr seht, wie weit wir bei Lego tatsächlich im Punkt der Druidikas gekommen sind. Und wenn man es unbedingt möchte, ja, auch er lässt sich leicht zusammenklappen. Bis zu ungefähr diesem Grad und dann könnt ihr ihn rollen von mir aus. Aber das, ja... Reden wir nicht drüber. Worüber ich aber auf jeden Fall reden möchte, ist sein großer Bruder in diesem Set. Tatsächlich, wenn ich mir das Modell auf den ersten Blick so anschaue, besteht es auf jeden Fall den 40-Euro-Augentest. Rein vom Größenverhältnis ist er übrigens leicht kleiner als R2-D2. Und gerade wegen diesem kleinen Größenunterschied, finde ich, machen die sich doch richtig gut, wenn man sie auf dem Regal einfach nebeneinander auch stellt. Zum Druidica-Set selber gab es übrigens noch diese kleine Tüte mit Ersatzteilen, auch ein Teiletrenner dabei. Und ich muss wirklich sagen, jedes Teil, was hier verwendet worden ist, ist richtig gut verwendet worden. Man sieht an diesem Set außer an einem Punkt nirgendwo dumme Farben rumschimmern. Da oben existieren nämlich ein paar beige Pins. Ansonsten sind in diesem gesamten Set noch viele rote Pins verbaut worden. Diese sind allerdings sehr gut versteckt und kann man nicht mehr sehen im Endergebnis. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass hier mit diesem Indiana Jones Peitschen gearbeitet worden ist, nur in schwarz. Ja, leider Gottes haben wir bei diesem Set auch Sticker. Wie ihr schon sehen könnt, hier ist einer. Und alter Schwede, der Braunton der Sticker matcht ja mal so gar nicht mit dem Braunton der Steine. Also das ist wirklich eine Vollkatastrophe. Wo das jetzt nicht unbedingt auffällt, sind hier unten die Sticker. Einfach weil hier fast auf jedem Stein einer dieser Sticker drauf ist. Von hinten sehen ja diese Sticker-Details richtig gut aus. Aber von vorne haben wir dann diesen Look. Ich glaube, hier hätte sich Lego auch einen neuen Mold einfallen lassen können, um diese ja, Löcher... Teile auch richtig durchlässig zu machen. Keine Sorge, gleich geht's weiter. Ich wollte schnell eben mal über den Discord-Server informieren, wo ich gerade verpartnert bin, und zwar über Galaxie der Steine. Habt ihr eine Videoidee, schreibt sie uns und mit etwas Glück werden sie von uns umgesetzt. Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr den Discord-Server beitretet. Wir sehen uns dort. Und hier unten hört es noch nicht auf mit den Stickern, leider. Nein, wir bekommen hier oben auch nochmal 3 Stück an der Zahl und das sieht echt nicht gut aus, wenn du hier oben braune Steine hast und diese braunen... Also Gott sei Dank sind die Sticker auf der Rückseite. Da bin ich echt froh. Ich glaube, mein absolutes Lieblingsdetail an diesem Druidica ist der Kopf. Denn hier sind einfach alle 3 Augen, oder Sensoren nenne ich es jetzt mal, mit diesen coolen Lippenstiften nachgestellt worden. Ich glaube, Lego hätte hier kein besseres Teil verwenden können als diese Lippenstifte. An sich verfügt dieser Druidica übrigens über 2 Main-Play-Features. Das erste wäre hier diese beiden Zwillingslaser, welche wie hier oben bewegen können. Nach hinten und vorne. Das sieht dann so aus, als würde er feuern. Richtig cool. Genauso hat man das ja auch im Film gesehen. Richtig nice, dass es eingefügt worden ist. Aber als Sammler machst du das auch nur 10 oder 20 Mal und dann ja, steht es im Regal. Das zweite, wenn man es so nennen will, Play-Feature ist, dass wir den Droidica einklappen können. Das wollte ich euch ja zeigen. Dazu nehmen wir hier diese Achsen und klappen sie einmal rum. Die sind nämlich an der Oberseite nicht befestigt, sondern einfach nur rangehalten. Dann nehmen wir den gesamten Torso des Droidikas und drücken ihn einmal runter. Die Laserkanonen klappen wir dann wieder hoch. Das ist ja Gott sei Dank möglich, weil da sehr viele Technik-Konnektoren verwendet worden sind. Und dann nehmen wir jeweils die ganzen Beine raus und drehen sie einmal um. Machen wir auch mal hier. Übrigens, die Beine an sich sind leider nicht beweglich, die sind starr. Das Einzige, was wir halt machen können, sind die Beine umzudrehen, um dann den Druidica in diese Murmel zu verwandeln. Und jetzt theoretisch kann der Druidica losrollen. Ich probiere es mal. Naja, so sehen wir, hat es ja funktioniert. Aber man merkt, der ist richtig stabil gebaut. Es fliegen keine Teile ab. Leider ist es ja nicht so wie aus dem Modell aus 2000, dass der Druidica gerollt werden kann und sich dann selbstständig aufklappt. Er soll ja hauptsächlich nur zum Ausstellen da sein und nicht, um ihn tatsächlich irgendwo rumzurollen. Okay, Leute, und an der Stelle war es jetzt mit dem Review zu diesem Set. Abschließendes Fazit dazu. Es gibt leider Stickers, die auch nicht dem Farbton der Steine matchen. Der Lego-Preis ist eine absolute Vollkatastrophe. Deswegen sage ich es jetzt nochmal im Endeffekt. Kauft euch diesen Druidica nicht für den Lego-Preis. Man merkt halt, dass es auch ein reines Ausstellungsset ist, nichts, womit man spielen sollte. Aber ich liebe die Bautechniken, die bei dem großen Druidica verwendet worden sind. Sehr viele Details. Ich hatte beim Bau sehr, sehr viel Spaß. Ich fand es nur ein bisschen komisch, dass zum Beispiel in Tüte 4 ja, gefühlt nur 20 Steine drin waren und das war's. So viel zum Thema umweltschonend. Aber nun gut, mit diesen Worten möchte ich diesem Set gerne 7,5 von 10 Punkten geben. Finde ich auf jeden Fall sehr gerechtfertigt für dieses Set. Ich freue mich jetzt schon, einen Platz dafür zu suchen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Review, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.